Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen ganz besonderen Adventskalender für dich und zwar geht es um den 24 Gute-Taten-Adventskalender. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, welche 24 Gute-Taten du gegebenenfalls, wenn du möchtest, in der Adventszeit machen kannst, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Du hast ihn wahrscheinlich schon bei mir mal im Hintergrund gesehen, oder? Das ist nämlich der schöne Adventskalender von 24gutetaten.de. Und das ist die Karte, die man dazu bekommt. Den habe ich letztes Jahr auch schon mal geholt, als ich den Beauty-YouTuber-Adventskalender 2018 mitgemacht habe. Und dieses Jahr habe ich mir selbstverständlich auch nochmal geholt, weil ich den letztes Jahr schon so toll fand. Das hier ist ein Tannenbaum, den man erstmal generell dekorativ schön bei sich stehen haben kann. Dann sind das hier Kläppchen, in denen sich Spenden verbergen. Du zahlst für den Adventskalender 24 Euro plus Versand halt. Ne? Das kommt in so einem Briefumschlag an, den kann man dann zusammenbasteln, so wie ich das hier so schön gemacht habe. Und in jeder Tür, sprich jeden Tag, versteckt sich eine Info, wohin die Spende dann entsprechend geht. Das heißt, jeden Tag spendest du quasi 1 Euro an die entsprechende Organisation oder für den guten Zweck, der dort genannt ist. Ich finde das so, so wichtig. Ich mache hier so viel Materielles auf diesem Kanal. Da sollte man doch auch mal so ein bisschen an die ganze Welt denken. Ich weiß nicht, das hört sich gerade so komisch an, aber es ist einfach so, ne? Also ich bin auch ein sehr sozialer Mensch. Ich bin ein Naturmensch. Ich bin, keine Ahnung, nicht immer nur so hier, diese Claudis Welt, sondern ich bin halt auch außenrum zu. Da ist ja auch noch was, ne? Wir schauen doch mal in das Türchen Nummer 1. Übrigens ist dann auf der Homepage von 24gutetaten.de und auch auf deren Instagram-Profil jeden Tag in dem Advent halt ein entsprechender Post dazu. Und da ist dann die Organisation dann nochmal ein bisschen besser beschrieben und zeigt nochmal ganz genau, wohin jetzt wirklich dein Euro gegangen ist. Ich finde es cool. In der Nummer 1, also am 1. Dezember, 0,5 Kilo Plastikmüll wird aus deutschen Flüssen gesammelt. Also ja, mit meiner Spende wird ein halbes Kilo Plastikmüll rausgefischt und das finde ich total super, denn wir verursachen sehr viel Plastikmüll, ne? Gerade ich. Ich möchte mich davon nicht lossprechen, deswegen finde ich das Kläppchen 1 schon mal sehr, sehr gut. Die Nummer 2. 3 Tage Trinkwasser für eine Familie in Bangladesch. Wir sitzen hier in Deutschland und haben einen Wasserhahn. Du gehst zum Wasserhahn, machst ihn auf und es ist eine Selbstverständlichkeit, dass da trinkbares, frisches, klares Wasser rauskommt. Es ist bekanntermaßen echt nicht überall in der Welt so, deswegen finde ich das so, so schön, dass da auch wirklich dran gedacht wird. Und vor allem mit 1 Euro Spende kannst du 3 Tage Trinkwasser für eine ganze Familie in Bangladesch finanzieren. Das finde ich so heftig. Hier haben wir die Nummer 3. Eine Flasche Spezialmilch für einen Babyelefanten in Sambia. Oh, das ist schon wieder was fürs Herz, ne? Da ist ein kleiner Elefant abgebildet. Das ist echt schön. Eine Flasche Spezialmilch, ja klar. Vielleicht ist die Mama gestorben oder die Mama wurde irgendwie von Wilderern getötet, weil sie halt diese Elfenbeinzähne hat oder so. Und ja, gut. Die Nummer 4. Eine Meningitis-Impfung für ein Kind in Burkina Faso. Okay. Krass, das kostet nur 1 Euro? Das hätte ich ja nicht gedacht, ne? Ich meine, wir reden hier von einer Gehirnhautentzündung, ist Meningitis und das ist ja super tödlich, ne? Wenn du da halt nicht irgendwie was gegen machst. Also das kann dich lähmen, das kann dich aber halt auch wirklich, das kann ja bis zum Tod führen, ne? Also richtig heftig. Für 1 Euro. Ich finde es cool, dass du einfach so, so breit gefächert dann hier auch was machen kannst, ne? Du hast nicht, dass du sagst, okay, ich habe jetzt eine Organisation, da möchte ich jetzt was hinspenden und unterstütze halt nur diese eine Organisation. Du hast hier 24, ne? Das finde ich echt cool. 5. Dezember. 1 Quadratmeter geschütztes Naturparadies für Fischotter in Deutschland. Ach was. Ja, damit hier Naturschutzgebiete eingerichtet werden. Und da hätte ich auch nicht gedacht, dass 1 Quadratmeter... wirklich nur 1 Euro kostet. Ist cool, oder? Ist echt cool. So, der 6. Dezember. Eine Flugminute zur Suche nach Menschen in Seenot im Mittelmeer. Also, wir kennen das doch jetzt mittlerweile echt wohl aus den Nachrichten,
dass immer mehr Leute in Seenot geraten, weil sie eben ja aus ihrem Land flüchten. Die möchten jetzt zum Beispiel zu uns oder in irgendein anderes Land. Gerade letztens kam in den Medien, dass irgendwie, ich glaube, 41 Leute in einem Container tot aufgefunden wurden. Das ist schon krass, oder? War das nicht in Holland? Ich meine, mich da irgendwie erinnern zu können, jetzt gerade, wo ich drüber nachdenke. Das ist echt so, so krass, Leute. Ja, eine Minute kostet 1 Euro. Und im Prinzip müsste ja, boah, die müssten ja permanent unterwegs sein, ne? Das ist echt, das, ja, Wahnsinn. Wenn das Menschenleben rettet, ne? Das ist immer ein Traum. Am 7. Dezember, je einen Tag medizinische Versorgung für 9 Kinder in Haiti. Je einen Tag, also 9 mal 1 Tag medizinische Versorgung. Boah, das ist krass. Für 1 Euro. Leute, das ist echt krass. Dieser Kalender regt einen echt zum Nachdenken an. Das habe ich letztes Jahr schon gemerkt und das merke ich jetzt immer wieder. Das macht schon einiges in meinem Kopf, das muss ich wirklich sagen. So, 8. Dezember, 7 Minuten Hausaufgabenhilfe für ein Kind in Deutschland. Also, meine Mama ist ja tatsächlich auch Grundschullehrerin und da merke ich halt immer mehr, wie wichtig das ist. Das ist auch sowas wie Übermittagsbetreuung und so weiter gibt und dass halt auch wirklich den Kindern geholfen wird, dass die gefördert werden, weil es gibt ja, glaube ich, gar nicht mehr diese Vorschulen und so weiter. Das heißt, die Kinder sind teilweise so, so jung und überhaupt noch gar nicht so schulfähig, sage ich mal. Und dann brauchen die eben diese Übermittagsbetreuung, die brauchen Unterstützung, die brauchen Förderung. Und da ist es doch schön, wenn man das irgendwie auch mitfinanzieren kann und da auch irgendwie helfen kann, weil Kinder sind nun mal unsere Zukunft, ne? Jetzt ganz platt gesagt, die Kinder von heute werden ja irgendwann mal meine Rente zahlen, was wahrscheinlich ein Ü-Ei sein wird, aber trotzdem, ne, muss man ja auch so denken. Und deswegen möchte ich auch sehr, sehr gerne die Kinder von heute unterstützen. 9. Dezember. Ein Fahrradteil für ein Schulkind in Sambia. Ja, Fahrräder sind dort tatsächlich sehr, sehr rar. Und Fahrradteile sind natürlich auch sackteuer, ne? Also ich sehe das, wenn ich jetzt zum Beispiel hier bei uns hier auf dem Land sehe, wie unfassbar stolz die Flüchtlinge sind, wenn die hier Fahrräder bekommen. Das ist echt Wahnsinn. Die freuen sich tierisch darüber. Das ist für die Freiheit, das ist Bewegungsfreiheit und so weiter. Und in Sambia haben die ja tatsächlich noch viel, viel größere Distanzen zu überwinden. Und Autos, als Kind kannst du kein Auto fahren. Deine Eltern müssen wahrscheinlich arbeiten oder können dir sonst nicht irgendwie helfen. Und das ist ja auch wahrscheinlich recht teuer, dann mit Auto befördert zu werden. Und ja, da ist ein Fahrrad natürlich auch echt Gold wert, ne? Sehr, 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 sehr gut gewählter Spendenpunkt, sage ich mal. Die Nummer 10 haben wir hier. 3 Quadratmeter Wildblumenwiese zum Schutz der Bienen in Deutschland. Leute, ich finde es immer so traurig, so, so traurig, wenn ich so mir die Vorgärten manchmal so angucke von manchen Häusern, so von Neubauten oder so. Wunderschön, ne? Wunderschön, 1A, aber Monokulturen. Nicht nur auf den Feldern, wo ja Sachen angebaut werden, sondern auch in unseren eigenen Gärten. Und diese Monokulturen, die dort sind, also das sind dann meistens auch keine blühenden Blumen oder sowas, sondern, ne, Steinbeete, und dann hast du da vielleicht 2, 3 Blumen drin oder irgendwas leicht zu pflegendes. Ich persönlich habe so eine Wildblumenwiese selber bei mir gestreut. Also ich kenne auch solche Organisationen oder solche eingetragenen Vereine, die dann ja auch solche Blumenpakete in Städten verteilen zum Beispiel, damit man mehr Blumenwiesen hat, mehr Fläche, damit Bienen Honig machen können und Blumen bestäuben können. Ohne die Bienen werden wir auch sterben. Das hört sich hart an, aber es ist so. Es ist ja in China zum Beispiel so, dass die Obstplantagen, die dort sind, die werden per Hand bestäubt, weil es dort einfach keine Bienen mehr gibt. Das muss man sich mal reinziehen. Also, ne, da sind wirklich dann Arbeiter, die dann mit so Puscheldingern rumlaufen und in den Bäumen rumklettern, um die alle zu bestäuben, weil ansonsten die ganzen Pflanzen und die ganzen Obst und Gemüse und was nicht alle sowas braucht, gar nicht wachsen würden, weil du brauchst ja Bienen, um alles zu bestäuben, damit dann ja alles von A nach B und, ne, nicht nur damit der Honig rauskommt, sondern damit auch entsprechend die ganzen Blumen und Flora bestäubt
wird und alles wächst und gedeiht. Und wenn du das nicht mehr hast, also wenn du keine Bienen mehr hast, bist du am Arsch. Deswegen habe ich zum einen eine Wildblumenwiese und habe hier überall alles voll mit vielen verschiedenen Blumen und lasse dann auch gerne mal das ein oder andere Unkraut gerne stehen, weil es halt blüht. Und wir haben hier einen Nachbarn ein paar Häuser entfernt, der ist so Hobby-Imker und die ganzen Bienen kommen dann immer zu unserem Teich und trinken da und bestäuben hier alles. Also bei uns geht die Party ab. Also wir haben da auch alles hier mit Bärensträucher und Kräutergarten und hast du nicht gesehen. Sehr, sehr wichtig. Also es ist nicht nur für uns dann toll, wenn wir die Sachen ernten können. Es ist auch einfach für die Umwelt mega wichtig. Also ja, was erzähle ich von Umwelt, wenn ich hier immer meinen Beauty-Kanal habe und so viel Müll habe. Aber dennoch sollte man vielleicht auch mal ein bisschen breiter denken. Ne? Finde ich auch gar nicht so verkehrt. Mache ich auch ganz gerne. Ich bin so ein grüner Daumenmensch. So, das war jetzt die 10. Gehen wir zum 11. Dezember. 3 Minuten Informatikunterricht für ein Kind in Afghanistan. Das ist interessant, ne? Das finde ich richtig interessant. Also, für uns ist es heutzutage ja normal, dass wir unsere Smartphones haben, dass wir Computer zu Hause haben, Laptops, damit umgehen können. Es wird auch teilweise von den Schulen gefordert. Du musst alles Mögliche damit machen können. Du musst Internetanschluss haben. Aber wenn man so ein bisschen in der breiten Welt herumschaut, die haben das nicht so verfügbar wie wir. Deswegen finde ich es cool, dass sowas dann hier auch von 24gutetaten.de unterstützt wird. Kommen wir schon zur Halbzeit. Ein Baumsetzling zur Aufforstung an Wasserquellen in El Salvador. Okay. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass dort Wassermangel ist. Aber ich kenne, wobei El Salvador, das ist doch glaube ich in Mexiko, oder? Sehe ich das falsch? Ich bin in Erdkunde jetzt nicht so bombastisch gut. Da ist es dann wahrscheinlich relativ trocken. Und damit das Wasser halt bleibt, brauchst du natürlich da entsprechend Pflanzen und so drum zu, damit ja auch Wurzeln da sind, damit das erdreich gehalten wird. Deswegen vielleicht, das weiß ich jetzt aber nicht hundertprozentig. Die Nummer 13. 3 Mahlzeiten für ein Schulkind in Madagaskar. 3 Mahlzeiten, Leute. 3. Das sind 33 Cent pro Mahlzeit. Das ist der Wahnsinn in Tüten. Die 14. 1 Minute medizinische Hilfe für einen Menschen in der Ukraine. Ach, guck mal. 1 Minute medizinische Hilfe. Okay. Ich weiß, dass in der Ukraine jetzt nicht unbedingt die besten Umstände herrschen. Ich meine, die haben ja auch ein bisschen politische Probleme, auch in Bezug auf Russland zum Beispiel, ne? Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass dort sehr viel medizinische Hilfe benötigt wird. Und nicht jeder hat so ein schönes medizinisches Sozialsystem und Gesundheitssystem, wie wir das haben. Und ja, deswegen sehr, sehr passend, dass es hier mit drin ist. Nummer 15. 30 Minuten Sprachkurs und Kita für eine Familie in Deutschland. Warte mal. 30 Minuten Sprachkurs und Kita für eine Familie in Deutschland. Was? Das kostet nur 1 Euro? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich meine, ich denke, das doch, oder? Ich hätte jetzt gedacht, dass es teurer ist, aber gut. Du hast ja auch wahrscheinlich viele ehrenamtliche Helfer und so weiter, aber das ist schon nicht schlecht. Wow. Cool. Die Nummer 16. Eine Wurmkur für ein Schulkind in Ecuador. Ecuador war letztens auch noch in den Nachrichten, da waren auch irgendwelche Unruhen wieder. Aber ganz ehrlich, eine Wurmkur kenne ich nur bei Hunden und es schockiert mich gerade, wirklich, dass in Ecuador scheinbar auch Kinder bekommen. Das ist krass. Das heißt, das Wasser dort und die Nahrungsmittel, die da sind, sind so verseucht dann ja scheinbar teilweise, dass man Würmer bekommen kann. Wow. Ja, wir sprachen ja auch eben von frischem Wasser und so weiter, ne? Und das ist, an sowas denkt man ja gar nicht, ne? Wow. Wir haben es hier schon gut, Leute. 17. 1 Jahr Zugang zu Schultoiletten für ein Kind in Tansania. 1 Jahr? Krass, oder? Boah. 18. 7 Minuten Umweltbildung für ein Schulkind in Deutschland. Oh ja, das ist so wichtig. Ich sag nur Fridays for Future, Leute, ne? Ich finde es so wichtig, dass man Aufklärung betreibt, dass man
entsprechend darüber informiert wird, was passiert auf der Welt, was kann ich vielleicht verbessern, verändern, wie kann ich irgendwas, es sind ja meistens auch nur Kleinigkeiten und sei es, dass man eine Blumenwiese für Bienen einrichtet, dass man halt irgendwie an die Umwelt denkt, an morgen denkt, ne? Das ist wichtig. Gut, gehen wir zu 19. Eine Stunde psychologische Betreuung für ein Kind im Libanon. Wow, eine Stunde psychologische Betreuung. Es ist so wichtig, ich sage das die ganze Zeit und jetzt wahrscheinlich schon zum 19. Mal, dass man entsprechend unterstützt, dass man in irgendeiner Art und Weise irgendwas machen kann. Und wow, die haben wahrscheinlich einiges mitbekommen und müssen dann natürlich ihr Leben geregelt bekommen und halt auch irgendwie wieder die Option kriegen, glücklich zu werden. Ich meine, wir streben hier immer mehr nach dem Glück und ich versuche es auch immer wieder zu vermitteln, dass man sagt, hey, ne, denkt an euch, gönnt euch Me-Time und so weiter. Das ist hier in der westlichen Welt, glaube ich, alles so, okay, man versucht es, das Streben nach Glück und so weiter. Aber in anderen Regionen auf der Erde haben die so harte Dinge erlebt, dass die erstmal psychologisch betreut werden müssen, bevor die überhaupt in der Lage sein können, an Glück, Me-Time und so weiter zu denken. Wow. 20. Eine Vorlesegeschichte für ein Kind in Deutschland. Da ist so eine schöne Omi abgebildet, das finde ich echt cool. Lesen macht heutzutage fast keiner mehr, oder? Dann ist es schön, wenn die Kinder auch dran so rangeführt werden. So, die Nummer 21. Einen Monat gefiltertes Wasser für eine Familie im Jemen. Das ist echt krass. Ja, gefiltertes Wasser, ne? Wir brauchen alle klares, reines Wasser. Für uns, wie gesagt, selbstverständlich Wasserhahn auf und ab geht die Post. Und andere haben nicht mal die Option, überhaupt frisches Wasser zu kriegen. Das ist verrückt. Eine Anpassung einer Prothese für eine ältere Person in Pakistan. Oh, ist das traurig. Ja, ne? Wir können uns vorstellen, weswegen Prothesen benötigt werden. Das ist nicht nur dadurch, dass du irgendwie, keine Ahnung, einen Geburtsfehler hast oder dass du einen Unfall hattest, einen Autounfall oder eine Krankheit oder sowas, sondern in solchen Ländern ist es auch so, dass dann eine Mine dort ist, auf die man getreten ist zum Beispiel, oder dass man eine Schusswunde hatte oder sowas. Halt Kriegsregion, ne? Und klar, was passiert mit den Leuten, die überlebt haben? Die brauchen zum Beispiel Prothesen, ne? Heftig. 23. 20 Minuten Erste-Hilfe-Ausbildung für Geflüchtete in Deutschland. Das ist auch extrem wichtig. Ich weiß gar nicht, ob es sowas wie Ersthelfer überhaupt in den Ländern so gibt. Ich glaube, da werden Leute jetzt nicht unbedingt als Ersthelfer ausgebildet, sondern also nicht so selbstverständlich wie wir in Betrieben. Ich bin zum Beispiel auch Ersthelferin bei uns im Unternehmen. Da wird halt festgelegt, es gibt so und so viele Leute, die halt Ersthelfer sein müssten in Unternehmen und die machen dann immer ihre Auffrischungskurse und so weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in den Ländern, wo es Krieg gibt, sowas gibt. Ich glaube es nicht. Ich glaube, da kannst du Ausbildung machen, halt ganz normal zum Krankenpfleger und so weiter, aber jetzt nicht in Unternehmen, dass es so gefordert ist und oder zum Führerschein oder sowas, ne? So wie das hier in Deutschland üblich ist, dass halt die Bevölkerung fortgebildet wird, was ich unheimlich wichtig finde. Deswegen bin ich eigentlich auch echt ein Fan davon, wenn die Menschen halt, nachdem sie ihren Führerschein gemacht haben und dort ihren Ersthelferkurs abgelegt haben, immer mal wieder solche Ersthelferkurse besuchen, weil es ändert sich auch immer mal wieder was an diesen Wiederbelebungsmaßnahmen und so weiter. Und man sollte schon irgendwie so ein bisschen geschult sein in der Geschichte. Aber gut, dass man halt im Extremfall nicht überfordert ist. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu Weihnachten, zum 24.12. Und dieser Kalender, ich habe auch eine ganz belegte Stimme, Leute. Also mein Hals ist auch so ein bisschen, ne, ich habe echt einen Kloß im Hals. Ich finde diesen Kalender großartig und ich kann ihn euch nur empfehlen. Eine Ration Obst und Gemüse für einen Orang-Utan auf Borneo. Ja, das sind ja auch gefährdete Tiere und der Orang-Utan ist, glaube ich, das Tier, was uns Menschen genetisch gesehen am ähnlichsten ist. Ich glaube, das war wirklich der Orang-Utan und nicht der Schimpanse, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, da gab es irgendwie letztens noch so, ich meine, das irgendwo gelesen zu haben. Ja, finde ich total schön und ja, die müssen halt
weiter erhalten werden. Bevor, also ich möchte nicht, dass unsere Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Vorahnen, wie auch immer, aussterben, oder? Ich fände es total traurig. Leute, das ist ein Adventskalender, der einem ans Herz geht, finde ich. Und ich kann es euch nur empfehlen, euch den mal anzuschauen. Also ihr habt ihn euch jetzt ja bei mir angeschaut und vielleicht mal mit dem Gedanken zu spielen. Wir reden hier von 24 Euro. Man kann natürlich auch auf andere Art und Weise was Gutes tun, aber gerade halt jetzt so in der Adventszeit ist es tatsächlich auch etwas, was man, ja, worüber man eher nachdenkt als jetzt im Hochsommer, würde ich jetzt mal so sagen. Deswegen, ich kann es euch nur empfehlen. Mir hat es gut getan, auch wenn ich gerade ein Kloß im Hals habe. Ja, ich finde es sehr, sehr schön und man denkt mal so ein bisschen breiter, ne? Das ist mal eine andere Erfahrung. Schwierig jetzt dieses Video zu beenden. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist zu den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2019. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!